Hey, liebe Messerfreunde, so schnell geht's. Mittlerweile sind wir schon bei Platz 8 angekommen, unserer Top 10. Und heute geht es, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt und in den kleinen Action-Shots zu Beginn schon gesehen habt, um das Böker Haddock aus der Feder von Jens Anso. Über Böker als Unternehmen brauche ich nicht mehr viel Worte zu verlieren, deswegen nur kurz ein paar Worte zu Jens. Jens ist ein dänischer Messermacher aus der Stadt Aarhus und er arbeitet seit 1988 als Messermacher und Messerdesigner. Hat das Ganze dann im Jahre 2001 zu seinem Hauptberuf gemacht. Und ich werde ein paar Links zu seiner Homepage unten in die Beschreibungsbox einfügen. Das lohnt auf jeden Fall den Besuch. Schaut euch seine Arbeiten mal im Original an, wenn ihr die noch nicht kennt, falls ihr nur die von Böker zum Beispiel produzierten Lizenzversionen seiner Messer kennt, schaut da unbedingt mal rein, es lohnt sich. Das ist ein wirklich talentierter Messermacher, unheimlich netter und aufgeschlossener Kerl. Lohnt den Besuch auf jeden Fall. Vielleicht werde ich auch zwischendurch immer mal wieder ein Bild einblenden, mal schauen. Hab noch nicht ganz entschieden, wie ich das mache. So, kommen wir mal zum heutigen Modell. Der liebe Frederik, der Prana, war so nett, mir sein Modell zur Verfügung zu stellen. Und wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich dabei um ein ganz besonderes. Wir haben hier die fantastischen Micarta-Schalen von Cuscadi. Im Original kommt das Messer mit diesen toll gegrooften G10-Griffschalen. Wie ihr an der Box erkennen könnt, handelt es sich auch nicht um ein Messer aus der Böker Plus-Reihe. Viele der lizenzierten Messer von Böker erscheinen ja unter dem Label Böker Plus, meistens dann asiatischer Produktion. Dieses ist tatsächlich Böker Manufaktur Solingen. Mit den originalen Griffschalen, ich lege es einfach mal oben auf und in Schwarz kommt das Messer so daher. Wir haben eine Gesamtlänge des Messers von etwa 19,5 cm. Alle relevanten Daten werde ich euch natürlich auch entweder einblenden oder unten in die Beschreibungsbox packen. Wir haben eine Klingenlänge von 8,5 cm. Das bedeutet, im geschlossenen Zustand haben wir etwa 11 cm Gesamtlänge. Wie ihr an der ausgeprägten Nase hier oben erkennen könnt und im geöffneten Zustand, dann handelt es sich um eine modifizierte Sheepsfoot-Klinge. Und bei dieser Klingenform kommen wir dann natürlich auch direkt auf die Namensgebung zu sprechen. Bei dem Haddock handelt es sich nämlich im Englischen um den Schellfisch. Besonders ja, schmackhafter Speisefisch, der in ganz Europa, vor allem in den nördlichen Teilen, auf fast jedem Speiseplan zu finden ist. Es gibt auch noch den sogenannten Norway Haddock. Das ist dann der Rotbarsch. Ich werde mal gucken, dass ich euch noch ein paar Bilder dazu einblende. Vielleicht erkennt ihr dann auch die Klingenform direkt wieder. Ja, eine recht ungewöhnliche Deko noch mit auf dem Tisch. Es gibt nämlich noch eine zweite Erklärung für den Namen Haddock. Und ja, in der Verbindung mit dem Namen Haddock und dem Loch Lomond Single Malt Whisky sollte der ein oder andere vielleicht schon drauf gekommen sein. Natürlich gibt es auch noch diesen hier, den Captain Haddock aus Tim und Struppi, dessen Lieblingsgetränk und größtes Laster der Loch Lomond Whisky ist. Ja, aber ich denke mal eher, Jens hatte wohl den Schellfisch im Sinn, als er dem Messer einen Namen gab. Und den Namen finde ich auch absolut passend. Was faszinierend ist bei diesem Modell, mit 19,5 cm bewegen wir uns in der, ja, mittleren Größe.
bei Klappmessern. Jedenfalls nach meiner Kategorisierung. Bei den 42A-konformen Messern ist das dann doch schon eher ein größeres. Slip Joints sind in der Regel ja traditionellere, kleinere Taschenmesser. Hier handelt es sich um einen Titanium Frame Lock. Wir haben einen Pocket Clip montiert, einen sogenannten Bend Clip, der ausschließlich in der Tip-Down-Trageweise Right Hand Side montierbar ist. Halt, ich sehe gerade, das stimmt gar nicht. Da oben haben wir noch zwei Schrauben. Der ist definitiv umsetzbar. Entschuldigt bitte, das war mein Fehler. Rein ästhetisch würde ich jetzt aber fast behaupten, dass die Tip-Down-Trageweise und die Lage des Clips auf der Schale in dieser Konfiguration die bessere ist. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier hinten in der Titanschale ein Lanyard-Loch, ein Langloch. Dies ist auch in der originalen Schale, sodass das Lanyard komplett durch beide Seiten durchgeführt werden kann. Bei der Mikata-Schale wurde auf den Durchbruch verzichtet und mit diesem kleinen Lederbändchen, wie der Prana das montiert hat, funktioniert das auch ganz wunderbar. Als Zughilfe ist es dann eh nicht gedacht, denn das Bändchen baumelt ja unten in der Hosentasche, wenn man es in der Tasche trägt. Dementsprechend ist das dann mehr eine optische Geschichte, dass man noch hinten was dran hat. Ne? Ich denke mal, bei diesem wunderschönen Modell wird sich ein kleiner Titanbead auch gar nicht so schlecht machen, auch an diesem Lederband. Gar nicht verkehrt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Klinge hat ein wunderbares Acid Stonewash erfahren. Die Maker's Mark von Jens Ansos. Die Klaue, die kennt ihr wahrscheinlich. Insgesamt eine sehr stimmige Linie, wunderbare Optik. Wir haben oben erst diesen aufwärtigen Schwung, dann einen leicht inwärtigen. Und das Gleiche setzt sich dann auf der Unterseite fort. Wirklich unheimlich ergonomisches Messer. Für die verhältnismäßig geringe Größe liegt es hervorragend in der Hand. Der breite Klingenrücken mit fast 5 mm bietet hervorragende Auflagefläche für den Daumen, wie ihr das eben beim Schnitzen auch gesehen habt, für etwas kontrolliertere oder etwas druckvollere Schnitte wunderbar geeignet. Ja, grundsätzlich feinere Arbeiten bei 5 mm Klingenstärke, natürlich nicht die Paradedisziplin des Haddock, aber große Schwierigkeiten gab es eigentlich überhaupt nicht. Ich habe nur einmal wirklich Probleme gehabt, eine komplett ja, noch nicht ganz durchgereifte Birne aufzuschneiden. Da musste ich wirklich sehr viel Kraft aufwenden. Ja, allergrößte Stärke des Messers ist meiner Meinung nach das Gewicht. Das liegt mit der Originalbeschalung bei gerade mal 102 oder 103 Gramm und damit noch unter dem Spyderco Paramilitary, was ja in der Szene ein absoluter Megaseller ist und ja, für sein geringes Gericht berühmt und berüchtigt. Das wird auch sehr oft als Referenz dann herangezogen und das Haddock liegt dann tatsächlich noch knapp darunter. Ja, Form und Funktion beinahe tadellos. Die Mikata-Griffschale ist wunderschön. Sie fasst sich hervorragend an, ist fast schon samtig in ihrer Oberfläche, an den Kanten ein ganz klein bisschen rauer, dort wo sie gebrochen sind. Ich glaube nicht, dass man das jetzt über die Kamera einfangen kann. Optisch wie haptisch absolute Spitze, wobei ich einfach überzeugt bin, dass die G10-Schale mit den Grooves ein kleines bisschen mehr Traktion verleiht. Ja, müsste ich mich entscheiden, so spontan könnte ich es nicht. Die Optik, wie das Messer bei mir ankam, mit der Mikata-Schale, ist absolut herausragend. Wahrscheinlich würde ich immer mal wieder wechseln, bis sich dann ein Favorit bei mir herauskristallisiert hat. Ja, an der Verarbeitung waren für mich überhaupt keine Mängel feststellbar. Ihr könnt sehen, die Klinge ist wunderbar zentriert. Ihr seht auch hier den extremen Hohlschliff, der schon fast an eine Rasierklinge erinnert. Sehr cleaner Aufbau. Wir haben hier hinten nur zwei kleine Standoffs.
Vorne den Stopppin, den Frame, die Klingenachse, das war's. Sehr minimalistisch, fast schon spartanisch, und trotzdem einfach nur ein wunderschönes Taschenmesser, das durch die Zweihandbedienung und den Nagelhau dann auch in die Kategorie 42a-konforme Folder fällt. Ihr habt das Einleitungsvideo von Prana wahrscheinlich gesehen. Er hat gut daran getan, vier Kategorien aufzumachen. Wie wir alle wissen, schon mal gehört oder gelesen haben, ist es in einigen Fällen Auslegungssache gewesen, wie ein Messer kategorisiert wird, sollte man in eine Kontrolle kommen. Ja, ich denke mal, das persönliche Verhalten entscheidet am Ende ein großes Stück weit mit darüber, wie man in einer solchen Kontrolle dann behandelt wird. Und da dies ausgewiesenermaßen vom Hersteller ein Zweihandfolder ist, hoffen wir einfach mal das Beste, dass sich die Freunde, die Besitzer, die aktuellen und die künftigen eines Böker Jens Anso Haddock einfach sicher fühlen können und mit einem guten Gewissen ihr Schätzchen auch bei sich führen. Ja, damit möchte ich auch schließen. Das kommende, das siebte Video wird selbstverständlich bei mir unten verlinkt, sobald es online geht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, werdet unsere Serie weiterhin unterstützen und verfolgen. Uns allen macht es einen riesengroßen Spaß. Ihr habt eine fantastische Vorarbeit geleistet, indem ihr euch an der Umfrage beteiligt habt. Ja, das war ein Ergebnis, das ich mir niemals erträumt hätte, mit über 500 Teilnehmern. Absolut fantastisch. Beide Daumen hoch für euch. Uns macht es Spaß, uns mit der Materie auseinanderzusetzen und euch die Videos zu präsentieren. Und wie der Stefan es schon angekündigt hat, wir werden garantiert im Jahr 2015 eine ähnliche Aktion oder irgendwas in dieser Art auch wieder starten. Das macht uns einfach einen Riesenspaß und wir sind alle mit Eifer bei der Sache. Macht's gut.